Ja, moinsen meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans auf meinem Kanal Matze. Und wie ihr seht, geht es weiter voran. Und zwar haben wir jetzt hier den Luftfeger, den wir gebaut haben. Und den Magierturm habe ich jetzt auf Stufe 3 gebracht. Oder er wird halt gerade auf Stufe 3 gebracht. Und um den anderen Magierturm auch noch auf Stufe 3 zu bringen, möchte ich in dieser Folge gerne nochmal einen Angriff starten. Und die Einheiten sind schon soweit bereit. Wir müssen jetzt halt nur noch zwei gute Gegner finden, denn wir bräuchten 700.000 Gold. Und wir haben in der Schatzkammer nichts mehr, das heißt, Wird schwierig, sag ich mal so. Eigentlich eher unmöglich. Eine Sache, die ich euch noch zeigen möchte, die ich jetzt gerade entwickle, ist, darauf habt ihr mich hingewiesen, ist der Heilungszauber. Ich habe das überhaupt nicht gepeilt, weil ich habe hier immer nur hier geguckt. Und dass hier rechts noch die beiden Zauber zu verbessern sind, habe ich nicht geahnt. Und ja, ich habe jetzt erstmal direkt zweimal den Heilungszauber angenommen. Dadurch, dass der Heilungszauber von mir derzeit sehr, sehr oft eingesetzt wird. Und dadurch ist es natürlich eine gute Verbesserung für meine Einheiten, wenn ich da ein bisschen mehr heilen kann. So, naja, wir wollen uns mal ranmachen und wollen jetzt mal gucken, wo wir denn hier schön angreifen können. Ich sollte eigentlich Ziele wählen, die auf jeden Fall über 100.000 Gold am Start haben, denn alles andere wäre einfach zu wenig und würde uns nicht bringen. Also würde uns nicht nah genug an unser Ziel bringen. Ich habe gestern einmal fast 200.000 bei einem abgesahnt. Wenn wir jetzt zweimal 200.000 kriegen würden, dann würde es sogar reichen. Aber das ist, ich finde selten solche, die 200.000 haben und dann auch noch leichte Opfer sind. Denn man muss einfach so denken, alle gucken nach Gegnern, die oder Opfern, die viel Beute haben. Und ja, dementsprechend ist es schwierig, da noch jemanden zu finden, der noch nicht abgegrast wurde. Und das sieht jetzt auch so auf den ersten Blick nicht gut aus. Denn wir haben hier bisher noch gar nichts gefunden. Und guckt euch den mal an. Was haltet ihr denn von dem? Hier brauchen wir keine Mauern zerstören. Den würde ich jetzt sogar sagen, den nehmen wir uns. Die Sache ist nur, wie machen wir das? Wo ist die Clanburg ist mitten in der Mitte. Ach so, warte mal, der hat das so gemacht, dass man gar nicht da reinkommt. Hier ist nirgendwo eine Lücke, wo man durchkommt, deswegen weiter. Das ist gar nicht so ungeschickt, ehrlich gesagt. Aber egal, aber hier haben wir jemanden, der hat gut Kohle und den können wir uns vornehmen. Das sieht gut aus, 150.000. Hat keine Einheiten in der Clanburg, wunderbar. Dann, wo haben wir die Luftabwehr? Hier unten. Den nehmen wir, hier greifen wir an. So. Dann einmal. Der darf schon einmal durchsprinten. So, zack. Ich weiß gar nicht, ob die Heilung jetzt länger hält oder ob die intensiver ist. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall ist die eine Luftabwehr inaktiv. Und somit können wir jetzt schon die Heiler hinterher schicken. So, machen wir das mal so. Wir können auch nochmal zwei Riesen hinterher schicken. Das sieht gut aus. Würde ich sagen. So, den haben wir da auch weggeklatscht. Die hauen hier auch nach und nach alles weg. Genau, helft den mal da bei dem Tower. Das ist gut. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und jetzt, wo wir eigentlich alles weg haben, können wir nochmal an den Ecken gucken. Hat er da noch irgendwas versteckt? Nö, wir brauchen eigentlich die Bogenschützen nicht, aber ich schicke trotzdem ein paar rein. Einfach nur, weil wir sonst eine schlechte Kombination im nächsten Kampf haben. Ja, und hier haben wir schon mal 150.000 Gold.
gesammelt und ich denke, im nächsten Kampf wäre so viel wieder möglich. Also wenn wir jetzt nochmal so viel holen würden, dann... Nee, wir müssten schon fast 200.000 jetzt holen, dann... Nee, gar nicht. Selbst 200.000 würden nicht reichen, weil wir kriegen ja nur 100.000er Boni. Also, es wird wohl eher nichts. Man soll niemals nie sagen. Wir schauen jetzt nochmal. Wir schicken schon mal Einheiten hier in der Herstellung hinterher. No, machen wir das mal so. Davon 16. Davon 2. Und... So, davon noch 4. Und dann nochmal Bogenschütze hinterher. So ist die Aufstellung. Und... Hier nur noch 19 Stunden, bis wir übrigens unser Rathaus Level 7 haben. Also das wird nach heiß. Und wir greifen jetzt nochmal an. Gucken wir mal, wo wir denn ein geeignetes Opfer finden, was vielleicht noch mehr Kohle hat als der eben. Aber es muss halt auch einfach sein, ne? Lieber ein erfolgreicher Angriff und wir packen das. Und als hier was zu riskieren, nur um genug Kohle zu kriegen. Und im Endeffekt packen wir das nicht. Wisst ihr, was ich meine? Das bringt halt nichts. So, wie sieht das denn hier aus? 168.000 Gold. Wo ist die Darnburg da außen? Jo, den nehmen wir. Wunderbar. So, haben wir uns da schon mal durchgekämpft. Nein, das war nicht gut. Pack. Ah gut, immerhin hat er da eine Explosion geschafft. So, jetzt muss die Luftabwehr weg. Wir müssen jetzt gucken, wir dürfen halt nicht all unsere Magier verlieren. Denn sonst packen wir am Ende die Tower nicht. Oh fuck. Ich glaube, ich habe es in gewisser Hinsicht verkackt. Nein, das sieht nicht gut aus. No, no, no. Was haben wir hier noch drin? Und schicken wir mal die eben vor. Oh, das sieht gut aus. Die können vielleicht nochmal was reißen. Kommt, heil die, Mann. Heil die. Heil die. So, kriegen wir hier doch noch die Kohle raus. Ja, Mann, heil sie. Boah, danke für die Einheiten, Leute. Die bringt es nochmal richtig. Die bringen es nochmal richtig. Und vielleicht könnte das dadurch sogar doch noch ein Sieg werden. Ich brauche sie meistens nicht, die Clan-Burg-Einheiten, aber hier hat sich das mal richtig gelohnt. Hier wäre ich ohne die komplett im Arsch gewesen. Und sieh mal an, die meisten Ressourcen haben in der Base gesteckt hier bei dem. Der hat wohl alles schönartig eingesammelt. Aber nicht mit mir, nicht mit uns. So, und wir haben die nächste Sterne-Bonus erhalten, also weil wir... Ja, weil wir Arena, oder wie heißt das? Wir wurden befördert, Ligastufe Gold 3. Dadurch haben wir jetzt eine höhere Belohnung bekommen. Sehr schön. Und dann sammeln wir hier nochmal ein bisschen was raus. Und hier können wir nochmal brauen. Ist ein bisschen teurer geworden. 1500, dadurch, dass es halt jetzt besser ist. Aber ganz ehrlich,
Lohnt sich. Lohnt sich. So, und hier können wir jetzt noch mal nachlegen. Wieder 16 davon, 6 davon, 4 davon, 2 davon, Rest Bogenschützen. Ich freue mich schon, wenn ich das noch weiter ausbauen kann, auch weil ich denke, auch die hier müssten weiter ausgebaut werden können, wenn ich. Nee, da brauche ich Rathaus Level 9. Ich weiß nicht, ob wir davon vielleicht noch eins bauen können, sobald wir die nächste Stufe erreicht haben. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es ist schon mal cool, dass wir jetzt Liga 3 sind und ja, das war auch was. So, jetzt gucken wir nochmal, was wir hier. Wir haben wieder Freundschaftsanfragen. Ich habe in letzter Zeit relativ viele Freundschaftsanfragen. Ich weiß nicht. Melina, okay. Nehmen wir an. Ich bin nett, ich nehme die alle an. Und ihr hier seht ihr mal, ich habe mittlerweile 46 Freunde. Ich weiß gar nicht, ob das hier eine Obergrenze gibt bei Freunden. Am liebsten hätte ich viele von denen noch im Clan, aber die haben halt alle ihre eigenen Clans. Somit, ja, ist halt ein bisschen blöd. Blöd gelaufen. Aber falls sich irgendjemand angesprochen fühlt hier von meiner Freundesliste, ihr könnt natürlich immer gerne in meinen Clan reinkommen. Ne? Sind da einige. Ich habe jetzt schon mehrere aus diesem Melinas Clan. Melinas Clan? Melinas Clan. Okay. Clan betrachten. Okay, vielleicht sind das ja Zuschauer. Ich weiß es nicht. Aber es sind noch nicht viele drin. Also von mir aus könnten die auch alle in meinen Clan reinkommen. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr Zuschauer seid, ihr seid herzlich willkommen. So. Naja, auf jeden Fall, ich bin, genau, ich bin Gold. Und, ne, hier schreibt es schon der Keks. 1J. Ich bin Gold. Ja. Naja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Bleibt stabil, haut rein. Ciao.